So, willkommen zurück zu Sacred 1 Gold Edition. Wir sind unterwegs Richtung diesem Punkt. Und es scheint, als wären wir vielleicht sogar auf dem richtigen Weg. Und das wäre natürlich sehr fantastisch, wenn wir das wären. Und hier sind ja die Gegner, die gar nichts können. Also die zumindest nicht viel aushalten, aber dafür ziemlich hoch im Level sind. Aber solange die nicht so viel machen, kann uns das egal sein. Zack. Und das bringt Erfahrungspunkte. Das ist super. Ich frage mich gerade den Weg, wenn ich den jetzt folge. Ich glaube, das macht sogar Sinn, weil da oben ist ja so ein komisches... ein Abhang. Okay, jetzt macht es vielleicht keinen Sinn mehr. Obwohl, macht es doch, es macht glaube ich noch Sinn. Ich gehe jetzt einfach mal in die Pampa rein. Das muss sein. Weil irgendwie will ich ja auch ans Ziel ankommen. Und da haben wir Gold. Und der Typ, der kann uns nicht angreifen irgendwie, weil er da blockiert wird von den Bäumen. Oh, vielleicht war das doch keine so gute Idee. Aber es geht schon. Mal, hier laufen natürlich übelst viele Leute rum, das ist ja unglaublich. Messende. Sollte da vielleicht rausgehen. Das ist echt eine sehr unschöne Fähigkeit. Die fand ich jetzt nicht so freundlich. Aber erstmal auf die hier, die so grün sind. Ich glaube, die können das nämlich. Und so viel Schaden macht das ja nicht, ne? Mann, die können das irgendwie alle, ne? Ist ja schon ein bisschen nervig. Das heißt, ich muss hier wieder auf den Crossbow umsteigen, damit ich die von Weitem abballern kann. Sag mal, jetzt kann man nicht sagen, wie lange hält denn das an? Ich mag dieses Gebiet nicht. My public here laughs over the normal damage caused by my weapons. Ja, genau. Ich mach keinen Schaden mit der Waffe.
Dem mache ich auch irgendwie keinen Schaden. Das ist doch famos. Das ist ganz schön blöde. Nein! 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 Ich will nicht gegen die kämpfen. Oh, ich hab sein Pferd kaputt gemacht. Oh, wir haben ein kleines Problem. Ich glaube, uns gehen die Heiltränke aus, wenn wir so weitermachen. Can you do more than your people? Boah, das hat auch viel XP gegeben. Oh nein, wie, oh, das finde ich echt ein bisschen assi, dass da so viele von denen rumlaufen können hier. Das ist echt ein bisschen gemein. Ja, genau, spawnt da irgendwo noch so ein komisches Viech, ne? Was soll das denn? Auch noch so ein... Mann, geht's noch? Das ist ein bisschen übertrieben. Salute! Mit der Waffe treffen wir ja gar nicht irgendwie. Also das ist schon echt übertrieben, finde ich. Das geht gar nicht. Salute! Auch wenn ihr dann ziemlich viel Erfahrung bringen, finde ich, ach, die Gegner nerven so, finde ich die Gegner hier so übel stark, wobei ich natürlich auch unterlevelt bin gerade ein bisschen. Aber es ist trotzdem nicht gerade schön. Hör das dann nochmal auf. Ja klar, da ist noch einer. Kommt immer ins Inventar rein. Ach, die Heiltränke nehmen langsam ab. Ich freue mich. Wie
viel es auch abzieht, ne? Das ist so unglaublich. Oder eher gesagt, wie lange das anhält. Mach da mal ein Quick Save. Ich sollte mich, bevor ich da weitermache, erstmal mich wieder in Steam auf beschäftigt stellen. Aber ich glaube, den Rekord an Heiltränken, die wir insgesamt geschlupft haben, haben wir noch nicht raus. Ehrlich gesagt möchte ich darauf auch nicht hinaus. I won't need long to deal with you. Moment, wenn ich jetzt mal so gucke, ist das nicht eigentlich ein Einhänder? Das müsste es ja stehen, dass es Two-Handed ist, ne? Warum habe ich denn kein Schild? Ja, das ist ein Einhänder. Das ist ja doof, warum habe ich denn kein Schild? Ich meine, das hätte ich da ja gut brauchen können. Na, wir kommen dem Ziel näher. Wieso ist hier eine Wand? Aber die sind oben, ja, zum Glück. Also die werden wir erstmal nicht treffen. Jetzt ruckelt das hier wieder. Aber ich finde diese Vergiftungsfähigkeit echt ein bisschen übertrieben, muss ich echt sagen. Perfekt, Level up. Armor jetzt ein bisschen skillen, weil wir brauchen Verteidigung. Bin ich jetzt hier eigentlich? Achso, da ist noch so ein... Ah, alles klar, dann bin ich aber richtig. War sicher. Nein, aus der. Ja klar, jetzt kommt auch noch so ein Vieh. Was ich meine. Mehr Glück kann man ja nicht haben, ne? Woher zum Teufel kommen die?